Es war zwar schon richtig spät, aber ich wollte mir den neuen Halloween-Film unbedingt am ersten Tag anschauen. Die letzte Vorstellung startete um 23.55 Uhr. Das hatte den Vorteil, dass ich das Kino fast für mich allein haben würde. Am einzigen Schalter, der noch offen hatte, holte ich mir die große Ladung Nachos mit Käse und Salsa-Soße. So wie es sich gehörte. Und dazu gab es natürlich 1 Liter Sprite. Gab es etwas Besseres auf dieser Erde? Ohne Eile ging ich zu meinem Platz in der obersten Reihe und wartete auf die Vorschau. Dabei dachte ich mir, dass es schon traurig ist, wie wenig gute Horrorfilme heutzutage noch produziert werden. Entweder es sind Remakes, Fortsetzungen oder es ist Schrott. Während nun die Trailer für baldige Neuerscheinungen liefen, wünschte ich mir die goldene Zeit des Horrors zurück, in der Jason, Freddy, Michael und Pinhead entstanden waren. Dann fiel mir auf, dass etwas auf meinem Sitz lag. Es war ein Zettel. Obendrauf war ein Smiley gemalt und Team P stand daneben. Darunter stand: erstes Foul, Strafe. Zweites Foul, du gehörst mir. Was für ein Blödsinn. Da hatten sicher irgendwelche Teenager ein bescheuertes Spiel gespielt. Ein paar Regeln waren auch aufgelistet. Regel 1: Wirf diesen Zettel nicht weg. Tut mir leid, lieber Zettel, aber deine Regeln interessieren mich nicht. Ich warf den blöden Zettel weg. Das furchtbare Piepsen war das Einzige, was ich noch hören konnte. Ich weiß nicht, ob plötzlich die Vorschau angehalten wurde, aber sehen konnte ich auch nichts mehr. Alles war schwarz. Ich tastete um mich alles ab und schrie laut um Hilfe, aber es passierte nichts. Was war geschehen? Hatte ich einen Schlaganfall? Ich war blind und taub. Oder hat es etwas mit den Regeln zu tun? Ich erinnerte mich daran, was auf dem Zettel stand. Beim ersten Foul gab es eine Strafe. Beim zweiten Foul gehörst du mir. Es war total bescheuert, aber es war der einzige Strohhalm, an den ich mich klammern konnte. Vorsichtig suchte ich mit beiden Händen den Boden ab und fand etwas, das sich so anfühlte wie der Zettel. Ich hob ihn auf und der Spuk war vorbei. Ich konnte die Vorschau wieder sehen und hören. Anscheinend hatte niemand meine Schreie bemerkt, denn die 3 Leute, die in den Reihen vor mir saßen, hatten sich nicht bewegt. Was zum Teufel war das? Waren es wirklich die Regeln auf diesem blöden Zettel? Das konnte doch nicht sein, es ergab einfach keinen Sinn. Aber wegwerfen konnte ich ihn nicht. Was war, wenn ich wieder blind und taub wurde, ihn aber nicht mehr finden konnte? Oder was war, wenn die 2. Drohung auf dem Zettel auch wahr werden würde? Du gehörst mir. Ich musste ihn behalten. Ich warf schnell einen Blick auf die weiteren Regeln. Es gab insgesamt 4. Regel 2 lautete: Schau nicht unter deinen Sitz. Regel 3 lautete: Bleib sitzen, bis sie dich rauswerfen. Das war doch bescheuert. Die 4. Regel sah ich mir gar nicht erst an. Wenn ich die Regel nicht kannte, konnte ich sie auch nicht brechen. Dann erschrak ich. Irgendwas hatte erst meinen linken und dann meinen rechten Knöchel gepackt. Reflexartig wollte ich meine Beine wegreißen und nachschauen, was zum Teufel das war. Doch dann erinnerte ich mich an die Regel 2. Schau nicht unter deinen Sitz. Verdammt. Ich überlegte, mich vielleicht in eine andere Reihe zu setzen, doch dann fiel mir die Regel 3 wieder ein. Bleib sitzen, bis sie dich rauswerfen. Wenn ich aufstand, saß ich nicht mehr. Das konnte die Regel verletzen und das wollte ich nicht riskieren. Das Ding unter meinem Sitz packte nun meine Waden. Es streichelte mich, kitzelte mich, kratzte mich. Es fühlte sich ekelhaft an. Wie kalte, schleimige Klauen.
Den ganzen Film über konnte ich mich natürlich nicht konzentrieren. Ich fürchtete, dass das Ding an meinen Beinen noch eine Stufe weiterging und mich ernsthaft verletzen würde. An einigen Stellen konnte ich bereits spüren, wie warmes Blut hinunter zu meinen Knöcheln lief. Als der Film zu Ende war, verließen die anderen sofort den Saal. Ich hoffte, dass die Leute, die den Kinosaal aufräumten, im Anschluss direkt kommen würden, doch sie kamen nicht. Anscheinend hatten sie es zu so später Stunde nicht sehr eilig. Erst nach einer halben Stunde kam ein junger Mann. Er war überrascht, dass ich hier noch saß. Er entschuldigte sich und sagte, er müsse mich jetzt rauswerfen. Gott sei Dank. Sofort stand ich auf und rannte aus dem Kinosaal. Im Parkhaus schaute ich mich mehrmals um und stieg dann in mein Auto. Ich hoffte, dass der Spuk nun vorbei war. Doch zur Sicherheit hatte ich den Zettel weiter bei mir. Ich fuhr nach Hause und legte mich ins Bett, nachdem ich mir einen großen Schluck Wodka genehmigt hatte. Was für ein verrückter Abend. Irgendwie war ich neugierig, was die vierte Regel besagte. Ich schnappte mir den Zettel, der auf meinem Nachttisch lag, und leuchtete mit meinem Handy darauf. Bevor mein Akku vollkommen leer war, konnte ich gerade noch Folgendes lesen. Regel 4: Schau nicht unter dein Bett. Wieso sollte ich unter mein Bett schauen wollen? Das seltsame Geräusch kam von unter meinem Bett. Es hörte sich auch so an, als würden Klauen an meinem Lattenrost kratzen. Das Ding war mir gefolgt. Ich weiß nicht, ob der Alkohol aus mir sprach, aber ich hatte jetzt genug. Bestimmt bildete ich mir das alles nur ein. Ich würde gleich einfach unter meinem Bett schauen und dann sehen, dass dort nichts ist. Also legte ich den Zettel neben mich und blickte unter mein Bett. Dunkelheit packte mich und ich gehörte von jetzt an ihr.